Denk an die IP. Kraxel zu mysteriöser Tod. So mysteriös wird er gar nicht werden, ey. Aber ey, ganz ehrlich, wir ballern da gerade so durch. Wir three-hitten ein Boss. Was soll passieren? Zähigkeit, wir haben knapp 2 Mille. Was passieren kann? Reflektor, Mauer und Arkane. Da hast du recht. Das ist ein Argument. Damit muss man leben. Lass es kommen, lass es probieren. Qualstufe 1. Müssen wir halt ein bisschen aufpassen jetzt, ne? Ein paar Gegner wären natürlich noch nice. Da ist ein Pilot, ach, ein Schrein. Entschuldigung, wenn ich gerade ein bisschen still bin, ich muss gerade ein bisschen konzentrieren. Das sind die ekelhaftesten Viecher überhaupt, ey. Die scheiß Wichsgriffeln unter der Erde. Wir müssen halt wirklich nur ein bisschen behutsam vorgehen, dann passt das. Dann passiert da nichts. Ihr Angsthasen. Okay. Auch wenn die Musik gerade ein bisschen melodramatisch klingt, muss ich sagen. Als wäre es schon beschlossene Sache irgendwie. Aber gut. Ein bisschen lang hier rechts war es, glaube ich, ne? War das, Samadhi? Anlauf statt Gleitcreme oder Gleitgel? Ein bisschen nach unten, Leute. Scheiße. Okay, Stärke schreien. Moin Nikos, grüß dich. Nein, hier wird nichts mit Sterben gefühlt, Mann. Wir schaffen das. Was habt ihr denn für eine Einstellung hier? Meine Fresse. Das läuft. Ohne Probleme. Von nach oben weiter? Ja, ne? Ja. Moin, Hashim. Sackgasse, okay. Gehen wir einmal nach oben. Kommt noch gut voran hier. Ja, Damage ist natürlich, also der ist on top, muss man sagen. Richtig nice. Okay, Sackgasse. That's not so good.
Bessere Stiefel gefunden? Oh, eine bessere Brust. Puh. 76% geschafft, Leute. Wollen wir auf T2 hochstellen? Ja, ich reiz es gerne aus. Komm. Boah, Alter. Die scheiß Gegner alle. Oder was? Nee. Oder? Mein Barb ist einfach gut geskillt. Und er hat ein bisschen Lootglück. Minimal. Natürlich mit dem einen oder anderen Basiswissen kann man da noch ein bisschen was optimieren. Habe ich natürlich getan. Ich bin jetzt nicht ganz unerfahren in diesem Spiel, von daher kann man hier schon ein bisschen was reißen. Auch alleine solo. Noch nicht auf Qualstufe 1. Aber man lebt und fällt mit seinem Equipment. Das ist einfach so. Von daher sage ich immer allen Spielern oder allen Leuten, passt eurem Bild dem Equipment an, das ihr habt. Sucht das Beste raus, was ihr gefunden habt und baut den Bild drumherum. Nicht andersrum. Schwimmerbonus? Natürlich. Natürlich. Was eine Frage. Ich musste mich bei Blizzard ganz tief bücken. Also so richtig tief, weißt du? Ich habe mal Letschi gefunden, ja. Himmel, Arsch und Zwirn. Himmel, Arsch und Zwirn. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich mal Level up. Meine Fresse. Ja. 15% Lootluck. Wer gibt sich denn damit zufrieden? Machen wir nochmal ein Höschen. Aquilakyros. Naja, hätte ja klappen können, Mann. Sehr gut. Auf ein nächstes, Qualstufe 1 immer noch. Ich würde sagen, lassen wir auch. Hör, traue ich mir nicht. Wer sich häufig bückt, findet mehr auf dem Boden, meinte der CEO von Blizzard. Ja, genau so. Wann denkst du, wird Diablo 4 kommen? Ich rechne damit, dass Anfang nächsten Jahres vielleicht eine Closed Alpha oder eine Closed Beta kommen wird. Dieses Jahr werden wir da nichts erwarten können. Das hat mir einfach Diablo Immortal gezeigt. Guck mal, das wurde 2018 auf der BlizzCon angekündigt.
Also jetzt anderthalb Jahre später ist immer noch nichts draußen. Also es ist schon... Es wird lange auf sich warten lassen. Bin ich ganz sicher. Wir sind ein Schmetterling. Wir sind ein wunderschöner Schmetterling. Noch nicht bereit. Ja, das Problem ist einfach, was Blizzard nicht unterschätzen darf. Klar, die Leute warten gespannt drauf. Der Hype baut sich auf. Aber irgendwann ist die Stelle erreicht, da fällt der Hype einfach unglaublich ab, weißt du? Da haben die Leute dann einfach keinen Bock mehr zu warten. Das war zum Beispiel bei Final Fantasy. Fand ich sehr, sehr stark spürbar. Ne? Wurde ewig angekündigt, Leute waren gehypt ohne Ende und auf einmal war so ein Knick da und es ging rapide ab. Die Leute hatten einfach keinen Bock mehr drauf. Ah, Diablo 4 wird kein Flop. Das, da sorgen allein die Leute für, die mit Diablo groß geworden sind. Ne? Da sind ja schon ein paar Millionen Leute, die Diablo 4 auf jeden Fall kaufen werden, egal wie scheiße es ist. Wenn dann nachträglich rauskommt, okay, ist ein scheiß Spiel, gut. Aber finanziell wird es kein Flop. Das ist einfach so. Dann wird Blizzard hier und da ein bisschen was nachpatchen, bis das Spiel dem entspricht, was Leute sich einigermaßen vorstellen. Bis die Kernfeatures drin sind, die die Spieler sich erhoffen. Und dann, ja... Finanziell wird es einfach kein Reinfall. Das ist unmöglich. Ist aber so. Ja, yeah, Streitkolben. Tellerhans Rand oder wie das heißt. Oh, Idente doch. Lass mich in Ruhe hier. Meine Güte, lass mich in Ruhe, Denten. Das stimmt nicht. Meine Fresse. Komm hier hin. So. Tellerrandes Hand, genau. So, bringt uns nix. Nur Minus Damage. Das ist natürlich nicht so toll. Das ist nicht so toll. Also das, was Blizzard jetzt zeigt, welches Konzept sie bei Diablo 4 an den Tag legen, das ist natürlich ganz vielversprechend, das ist klar. Die Frage ist, wie setzen sie es um? Was wird verworfen in der Zeit? Weil es einfach, weil Blizzard merkt, es ist nicht umsetzbar, ne? Wie zum Beispiel, wo ich halt noch echt meine Bedenken habe, ist das Open-World-Prinzip. Da habe ich halt Wurzeln so ein bisschen im Kopf, ne? Wurde groß angekündigt, damit haben sie viele, viele Sympathiepunkte seitens der Spieler gesammelt. Und dann auf einmal irgendwie so ein halbes Jahr vor Release, ach, wir machen übrigens doch kein Open World. Ne? Da, wo alle Leute übrigens schon gezahlt haben, da, wo alle Leute sich das Spiel geholt haben, da, wo alle Leute die Kickstarter-Kampagne unterstützt haben. Ne? Das war schon nicht so ein feiner Zug, muss ich sagen. Ja, das wäre so, als wenn ich sage, ich baue jetzt ein Auto, Tesla zum Beispiel, mit 500.000 Kilometer Reichweite. Ne, und dann so ein halbes Jahr, also alle bestellen das, alle kaufen das, warten dann auf die Auslieferung
Und während der Auslieferungsphase sagt dann Tesla so, ach übrigens, das Auto hat doch nur eine Reichweite von 5000 Kilometern. Ist halt einfach Verarsche. Ne? Muss man einfach so klipp und klar sagen. Sowas kann dann wirklich eine Firma in den Ruin treiben. Das ist einfach so. Mal so doof gesagt, also wie gesagt, Wurzel macht Bock. Ich bin Entwicklern auch sehr gut und kenne die auch alle sehr gut. Aber wie viele Spieler haben die jetzt aktuell? Um die 2000. Sie hatten 100.000 gleichzeitig, 120.000 gleichzeitig. Ja, also ist halt so eine Sache. Man muss schon aufpassen, mit was man wirbt und was man tatsächlich dann am Ende präsentiert. Legendary. Sind noch irgendwo Gegner hier? Nein, okay. Gehen wir mal zurück, schließen das Ganze. Hauen den hier. Ah, wieder den komischen. Nee, hä? Achso, das war ein Nagelring, glaube ich, ne? Genau. Hm, Zähigkeitsboost ist hier natürlich on top. 20% so. Ah, nee, komm, lass mal drinne. Gehen wir den Begleiter und fertig. So, bitteschön, gönn dir. Ach, warte mal, das ist doch eine Einhand. Ach, jetzt, warte mal. Und die reinnehmen und dazu noch eine andere Einhand. Können wir noch eine craften? Hm, nee, komm, lass. Kann der die tragen? Ich glaube nicht, ne, oder? Doch, kann er, sehr nice. So. Einmal closen. Gardala wollen wir oder wollen wir noch warten? Ach ne, wir warten, bis wir 70er haben. Oh, Goblin. Was ist der andere? Ah, ich habe beide getroffen. Nice. Exorzisten, ganz wichtig für Leute, die es nicht kennen, immer töten. Exorzisten immer töten. Sonst töten sie euch. Ah, doch, Flavor. Doch. Also ich finde, zu einem richtig guten RPG / Hack and Slay gehört Open World dazu. Einfach weil du viel, viel mehr entdecken musst, weißt du? Du hast viel, viel mehr Freiheiten. Mal kurz auf den Punkt gebracht, meiner Meinung nach. Diablo 2 hat halb Open World, halb lineare Level. Ne? So ein Mischmasch. Einfach, ich glaube, sie hätten tatsächlich damals Open World gemacht, war aber einfach in der Praxis, in der Theorie noch nicht möglich aufgrund der Leistung. Open World bietet einfach einen Faktor, den lineare Welten eine lineare Spielweise nicht bieten können. Das wäre einfach das Abenteuer, das Entdecken. Diese Freiheit. Du kannst dich in die Richtung manövrieren, wo du willst, wo es dich gerade hinzieht. Wenn das Ganze natürlich nicht gerade geblockt wird durch überstarke Gegner, à la Skyrim oder sowas. Gott, soll ich hinsetzen? Alter, aua, mir klemmt da was. und dementsprechend, so. Ja, die Männer kennen das unter uns. Dementsprechend ist das einfach so, dass Open World einfach einen ganz anderen Anreiz bietet. Zum Beispiel Sacred. Wer von euch hat Sacred gespielt? Das war einfach mega. Ne? Open World bietet einfach eine ganz andere Erfahrung als lineare Level. Und ich finde, Open World funktioniert mit Hack and Slay mega gut. Überleg mal, du läufst durch eine Welt
die nicht vorgegeben ist durch Grenzen, wo du lang gehen kannst. Du findest entlang diesem Weges, den du für dich selbst gehen wolltest, noch Höhlen, Dungeons, Secrets, Dörfer, NPCs, Sidequests, ohne in der Main Story weiterkommen zu müssen. Allein dieses Gefühl, das Skyrim hat das wunderbar auf den Punkt gebracht. Ich habe Skyrim hunderte Stunden gespielt, einfach weil du warst nicht gezwungen, diesen Weg zu gehen. Du konntest da lang gehen, hast da was entdeckt und weißt du, das ist einfach dieses Wow! Dieser Wow-Effekt. Wenn ich überlege bei Skyrim, da hattest du diesen Punkt, da bist du in so eine Höhle reingegangen und auf einmal warst du in dieser Unterhöhlenwelt, weißt du, von diesen Zwergen und wie die alle heißen. Hast du da so eine halbe Stadt gefunden? Alter, das habe ich gefeiert. Runder Kreis, darf ich fragen, wie alt du bist? Doch. 16, okay. Mhm. Kann ich verstehen, dass du bei Open World an Minecraft denkst. Die guten Open World Spiele oder die vor, ich sag mal, 10 Jahren wirklich die Spielewelt verändert haben, das ganze Genre verändert haben. Oblivion, Morrowind, diese Sachen, da warst du noch zu jung für, hast du nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob du sie nachträglich mal gespielt hast. Wenn nicht, würde ich das mal ins Herz legen. Grafisch jetzt natürlich nicht on point, on top, aber du wirst sehen, was ich meine. Und dass dieses Konzept auch wunderbar mit Hack and Slays funktioniert, gebe ich einen Brief und Siegel drauf. Du wirst das Spiel lieben, wenn da in die Richtung was kommen würde. Na, und ich vermisse ehrlich gesagt Spiele, die Open World bieten, gerade Neuheiten. Alle Spiele bleiben linear. Ganz klar, warum? Macht auch Sinn, es ist einfach zu Design. Fertige Levels. Weniger Möglichkeiten für Bugs, weniger Möglichkeiten für Glitches. Und ganz ehrlich, Minecraft war auch kein schlechtes Spiel. Ne? Nicht umsonst ist es einer der erfolgreichsten Spiele weltweit. Und ja, sie haben Open World. Und warum spielen da so viele Leute? Weil es viele Leute Möglichkeiten haben, Sachen zu entdecken. Sacred 1 habe ich auch gespielt. Also ich hoffe mal, dass es bald wieder ein schönes Hack and Slay mit Open World geben wird. Ich hoffe auch, mal so ein bisschen abseits des Themas, Final Fantasy, ne? Der erste Teil war jetzt komplett um, wie hieß die Stadt? Midgar, ich glaube, ne? Dass jetzt mit der nächsten Episode wirklich Open World kommt. Und nicht, dass die uns da vorgefertigte Maps präsentieren, wo man wirklich wieder schlaufmäßig langlaufen muss. Das ist in meinen Augen kein Final Fantasy, kein Final Fantasy 7. Oder mal als Beispiel, Final Fantasy 8, 9, das Open-World-Prinzip. Alter, was habe ich das gesuchtet auf der PlayStation 1 damals? Ich habe Tage und Nächte daran verbracht. Weil du wolltest immer weiter, du wolltest immer gucken, was wartet da auf dich? Dann fährst du weiter mit dem Schiff oder läufst durch die Open-World und denkst dir, Alter, was ist da hinten? Und gerade bei Final Fantasy 8 war das so mega, auch Final Fantasy 9, da bist du auf dieser Open World rumgelaufen und auf einmal hast du so einen kleinen Wald gesehen oder so einen Eingang von der Felswand und du gehst da drauf zu und auf einmal öffnet sich eine Stadt und denkst du, wo bin ich hier gelandet? Was ist das? Du wolltest es wissen. Bei Final Fantasy 8, da findest du auf einmal so ein Ältestendorf, ne, irgendwo in der Pampa. Alter, das ist mega. Diese Sachen habe ich gefeiert. Einfach abseits der Main Story, abseits von dem, was du machen musst, aber machen kannst. Und das ist einfach für mich so dieser Game Changer. Mach schon wieder Überlänge, sehe ich gerade, sorry.